Ha 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 ha, Pummeluff. Yo, wir nehmen Pummeluff. Zwei Leute haben gesagt, ich soll Pummeluff spielen, also nehmen wir Pummeluff. Wir werden versuchen, den Story-Modus in 10 Minuten durchzuspielen, um eine weitere Figur freizuschalten. Deswegen spiele ich auf Very Easy, damit das möglichst schnell über die Bühne geht. Der mächtige legendäre Held gegen das kleine, kugelrunde, knuffige Pokémon. Wenn das mal nicht der Kampf des Jahrtausends wird, dann weiß ich auch nicht was. Oh nein, ich habe Erholung eingesetzt. Warum auch nicht? Denn wenn man den Gegner richtig damit trifft, kann man ihn mit einem Schlag ausnocken, nur... Okay, mit einem Schlag ausnocken war wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt. Link, du sollst nicht über den Turm springen. Du sollst in den Abgrund fallen. Und ich glaube, es war keine gute Idee, Pummeluff zu nehmen. Ich kann mit Pummeluff einfach nicht umgehen. Yeah. Der Wirbelsturm tut sein Übriges. Kampfende. Hat zwar ein bisschen zu lange gedauert, aber ich würde mal sagen, noch ist nicht alles verloren. Yoshi! Ach, in dieser fröhlich kunterbunten Stage wird gemordet ohne Ende. Was liebe ich das doch. Yoshis, weicht nicht aus, euer Schicksal ist unausweichlich. Ach, kommt ihr wohl her? Und, da kommen noch zwei runter. So, diesmal hat es keine ganze Minute gedauert. Ich würde mal sagen, noch liegen wir einigermaßen in der Zeit. Ich hätte besser eine andere Figur genommen. Warum wolltet ihr auch Pummeluff sehen? Ich meine, okay, nur zwei Leute wollten Pummeluff sehen. Aber das ist eine Stimme mehr als alle anderen erhalten haben. Von daher habe ich Pummeluff genommen. Fox, wie wär's mal, wenn du mich angreifst? Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee für dich. Wow, er greift an. Das ist ja unglaublich. Und er greift nochmal an. Wow, und er schießt. Und er, wow, der fliegt. Wow, ich habe ihn schon rausbefördert. In nicht mal einer halben Minute. Ja, mein kleiner Pummeluff, so wird das gemacht. Nein, ich habe keinen Bock auf zerstöre die Zielscheiben. Wo ist der nächste Abgrund? Weil, wie gesagt, wir haben ein Zeitlimit von 10 Minuten und dieses müssen wir auch einhalten. Daher bleibt keine Zeit für die Bonus-Stage. It's a me, Mario, und mein Bruder Luigi. We're gonna kick your ass again. Unter meiner Seite Donkey Kong. Donkey Kong und Pummeluff ist auch mal eine sehr interessante Kombination. Au, aua, aua. Pummeluff, wo willst du hin? Komm zurück in die Arena. Das ist mein Pokéball. Pummeluff setzt Pokéball ein. Sehr gut. Wow, Donkey Kong hat sich nützlich gemacht. Ich glaube es ja nicht. Was für ein Schlag. Mach das nochmal. Donkey Kong, warum wartest du so lange? Hau einfach auf den doofen Luigi! Dieser
Was war das? Dieser aufmerksamkeitsgeile Klempner. Er ist ja genauso aufmerksamkeil wie ein gewisser LPer, den ich kenne. Dessen Namen ich aber nicht erwähne. Weil, wie gesagt, ich habe keinen Bock auf Fanboy Rage. Und wir treten einen Pokémon-Kampf an. Pokémon gegen Pokémon. Die beiden einzigen Pokémon, die im Spiel spielbar sind. Und ich werde nochmal versuchen, Pikachu zu besiegen, ohne ihn anzugreifen. Das ist auf Very Easy durchaus möglich. Nur hat Pikachu anscheinend gerade keinen Bock darauf. Hallo, du kleiner Dummbatz, ich bin hier! Ah, es hätte fast geklappt. Jetzt komm schon her, mein kleiner Pika-Freund. Ja, genau so, genau so! Hat sogar noch einigermaßen schnell geklappt. Schaden null, aber Pazifistenbonus halten wir dafür. Und jetzt haben wir auch noch einen kleinen Donkey Kong im Team, der auch noch mit Mario zusammenarbeitet. Was für eine ungewöhnliche Kombination. Aber der Gegner ist so groß, da kann ich leicht meine Erholungsattacke gegen ihn einsetzen. Yeah, guter Angriff, Mario. Und wer hat das explodierende Fass angestellt? Das hat mir gar nicht gut getan. Booyah! 28 Sekunden und der Kampf ist vorbei. Donkey Kong Verteidiger-Bonus. Sehr schön. Zeit-Bonus. Sehr schön. Keine Items. Ja, außer das explodierende Fass. Und nein, für Plattform haben wir auch keine Zeit. Und der nächste Abgrund ist nicht gerade unbedingt in Reichweite. Ich will doch einfach nur die Bonus-Stage verlieren. Wo ist der nächste Abgrund? Oh, Bumper, halt mich nicht auf. Oh, vielleicht, weil ich mich auch nicht darum bemüht habe, die Bonus-Stage abzuschließen. Hast du schon mal daran gedacht? Yay, Kirby und Pummeluff sehen sich ja ein bisschen ähnlich. Ich meine, sie sind beide kugelrund. Und ich bleibe dabei. Ich hätte besser eine andere Figur genommen. Ich komme mit Pummeluff nicht wirklich klar. Und seine heulenden Augen, wie ich das hasse. Mein Gott. Eine Laserkanone, die lasst ihr mal schön liegen. Hey, das war meine. Okay, das war easy. Pummeluff, jetzt ist nicht die Zeit zum Schlafen. Der nächste Kampf steht schon an. Ich glaube, wir kämpfen jetzt gegen Samus. Yep. Ach, die gute alte Samus. Wie spät ich doch erst angefangen habe, Metroid-Spiele zu spielen. Aber auch mittlerweile kann ich sagen, dass Metroid einige fantastische Spiele bietet. Also die Metroid-Serie hat einige fantastische Spiele. Autsch. Fall darunter, fall darunter, Pummeluff, flieg, 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 halt dich fest. Ach, Pummeluff, warum machst du nicht das, was ich dir sage? Du solltest einen kräftigen Hieb ausführen. Nein, das darf Samus auf keinen Fall einsammeln. Komm, fall in die Lava. Yeah, und bye bye, Samus. Ach ja, Spoiler. Samus ist eine Frau. Oh mein Gott!
Mario! Okay, laut der Aufnahmenuhr nehme ich jetzt schon 10 Minuten auf, aber wir haben ja noch das ganze Gedöns dazwischen, wie zum Beispiel die Punktevergabe. Also nehme ich einfach mal an, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Ach Mario, bleib doch da unten! Ist doch eine schöne Gegend zum Abhängen! So, und diesmal gibt es keine Abgründe, in die ich fallen kann. Ich sollte lieber Gas geben. Lauf, kleines, pummeliges Pummelo! Seine Laufanimation sieht irgendwie leicht fehlerhaft aus, ich weiß auch nicht. Und ich muss natürlich jetzt in die Bombe da reinlaufen, das war ja so klar. Ah! Pummelo! Wir haben doch keine Zeit! Komm schon, da ist schon das Ziel! Lauf! So, jetzt bleiben nur noch das kämpfende Polygon-Team und Meisterhand. 30 Gegner, ja, das sind nicht gerade wenig, ne? Ich hätte lieber wieder Pikachu genommen. Aber naja, die CPU stellt sich auch nicht gerade besonders intelligent an. Der Sternzepter macht es mir ein bisschen einfacher. Komm runter! Kommt beide runter da! Nimm mir nicht meinen Sternzepter weg! Ich brauche es! Oh, genauso wie diesen Pokéball, den brauche ich auch. Und dafür habe ich mein Zepter weggeworfen, das darf doch nicht wahr sein. Verdammt, ich kann irgendwie das Item gerade nicht ablegen. Dabei will ich doch eigentlich den Pokéball einsetzen. Waren das alle Gegner? Nein, da sind noch... zwei Stück. Komm her, Polygon Pikachu. Ich weiß, dass du Pikachu bist. Oh, jetzt muss er natürlich noch sich da retten. Oh, die Bombe hat die Übriges getan. Bleibt also nur noch der Kampf gegen den Meister. Die Meisterhand. Meister, die Meisterhand. Und ich habe das Gefühl, wir liegen schlecht im Zeitplan. Wir sollten uns also definitiv beeilen. Ein Bitch Slap und schon blickt man fast aus dem Bild raus. Ja, Pummelufs Angriffe sind nicht besonders vielfältig, muss ich mal so sagen. Deswegen frage ich mich, warum sich überhaupt jemand für Pummeluf entschieden hat. Komm, nur noch 60 HP, nur noch 49 HP.
Oh. Aber ich flieg nochmal runter. Komm schon, einen Schlag noch, Pummeluff, du kannst es schaffen! Und ich flieg natürlich raus. Komm, der hat nur noch 4 HP! 1 HP! 0 HP! Die große Frage ist jetzt so, habe ich es geschafft, das Spiel in unter 10 Minuten durchzuspielen? Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Speed King! Oh, ich hoffe, das bedeutet was Gutes. Und das Spielzeug Pummeluff legt sich nieder. Es hat tapfer gekämpft. Zeit, dass wir mal wieder ans Real Life rausgehen. Erneut. Und erneut spülen wir die Credits runter. Aber hey, immerhin hat man alle Leute einmal gesehen. Auch wenn es nur sehr kurz war. Yay, was für ein wunderschönes Graffiti da an der Wand hängt. Hängt vor allem. Was für ein wunderschönes Graffiti die Wand ziert, meine ich. Und wir haben es geschafft. Herausforderer nähert sich. Es ist, wie man, ja, glaube ich, an seinem Schatten erkennen kann, der berühmte F-Zero-Pilot. Captain Falcon! Jetzt muss ich nur noch den besiegen und wir haben einen weiteren spielbaren Charakter freigeschaltet. Aber hat Pummeluff überhaupt eine Chance? Und ich wünsche, ich hätte noch meine 3 Leben von vorhin, aber nein, ich habe nur eine Chance. Ah, verdammt, das wird ein... Oh nein, Falcon Kick, ich habe diese Attacke voll vergessen. Vielleicht kann ich die Lava zu meinem Vorteil Pummeluff... Nein! Verdammt! Captain Falcon hat mich besiegt! Warum habe ich auch auf euch gehört und Pummeluff genommen? Tolle Wurst! Alles umsonst, da will ich alles offscreen nochmal machen. Ja, ich werde es offscreen nochmal machen, denn ich werde euch nicht damit langweilen, dass ich dieses ganze Gedöns nochmal machen muss. Diesmal werde ich aber meinen guten Partner Pikachu nehmen. Auf den kann man sich wenigstens verlassen, anders als bei Pummeluff, das ja überhaupt nichts kann. Außer Gesang und Erholung und Pfund und das war's. Ja, wir haben keinen wirklichen Erfolg in dieser Episode erzielt. Ich hoffe dennoch, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, mir zuzuschauen. Bei dem Versuch, den 10-Minuten-Rekord zu brechen. Nun denn, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und vor allem nicht bedanke ich mich bei den Leuten, die gesagt haben, ich soll Pummeluff nehmen. Ihr habt mir meinen Sieg verdorben. Naja, ihr seid nicht schuld, es ist ganz allein meine Schuld. Ich hätte besser kämpfen müssen und... Naja, ich kann halt nicht mit Pummeluff umgehen. Nehme ich nächstes Mal eben Pikachu und wir werden dann den Kampf gegen Captain Falcon im nächsten Video nochmal machen. Allerdings dann direkt zu Anfang. Nun denn, das war's für heute. Bis dann, Leute. Tschüss.